Hallo und herzlich willkommen hier bei GSI. Heute bin ich euer Host, der Juge, und bei mir ist der Cyrox. Hallo. Hallo. Wir bringen euch heute einen neuen Replay-Cast. Und zwar zu einem ganz besonderen Replay. Denn letztens hat ein Turnier stattgefunden, ein Wargame Red Dragon Turnier im Spielmodus 2 vs. 2. Und der liebe Tobi und ich haben daran teilgenommen. Und hier werden wir jetzt unser erstes Spiel aus diesem Turnier einmal kurz einen Überblick machen und mal schauen, wie das ausgegangen ist. Cyrox kennt das Ende noch nicht, also ist er bestimmt Genau. gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich drücke mal auf Play. Dann können wir vielleicht die Anfangsphase mal kurz vorspulen. Werde das auch objektiv neutral bewerten. Sehr gut. Ganz kurz, ich war ja dabei, ich kann ja so ein bisschen Hintergrundinfos geben. Unsere generelle Strategie war eigentlich, dass Tobi in Delta und Echo eine Defensive aufbaut und zumindest schaut, dass wir da irgendwie drin bleiben und sie nicht ganz verlieren, während ich mich oben in Golf und Charlie fokussiere und eben versuche, da den Durchbruch zu schaffen und Charlie zu erobern. So, von den Decks her, es gab eine Besonderheit in dem Turnier. Und zwar darf man jedes Deck im gesamten Turnier nur einmal spielen. Also zum Beispiel, wenn ich einmal USA spiele, darf ich im nächsten Spiel, darf weder Tobi noch ich USA spielen. Vielleicht ganz interessant, deswegen auch die Deckauswahl hier. Und jetzt geht's auch schon los. Wir können ja mal kurz über die Einheiten drüber gehen. Tobi spielt Eurocorps. Also Deutschland und Frankreich und ich spiele USA. Ja, wir haben hier von mir sehr viele Abrams-Panzer, vor allem hier den ganz schweren für 180 Punkte und hinten dran noch drei leichte Abrams für 65 Punkte. Vielleicht hast du deine Idee, was ich damit vorhabe. Und Tobi beginnt natürlich mit sehr vielen VAB, den französischen Transportern mit der Autokanone und einem Leclerc, glaube ich, ja, hier. Und unsere Gegner spielen, soweit ich weiß, war das Entente und Ostblock? Ostblock, genau. Und die spielen hier zwei Moderner zum Anfang, eine Tor, also auch schwere Panzer. Ja, ganz ähnliche Aufstellung. So, wir sehen hier jetzt auch gleich, dass Tobi mit seinem Hubschrauber hier einen Transporter vernichten konnte am Anfang. Und ich hier unten mit meinem Blackhawk einen Rifleman landen konnte. Einfach um das früh zu sichern und da möglichst dem Gegner Probleme zu bereiten, da reinzukommen. Aber ansonsten glaube ich eine relativ normale Aufstellung auf dieser Map. Genau. Also Tobi kommt hier ganz gut rein. Er hat viele motorisierte Einheiten, also Einheiten, die auch 150 auf der Straße fahren. Und ist da auch deutlich vor dem Gegner, der aber auch hier unten um Echo und Delta rum sehr wenig Einheiten bringt. Da Ja, muss die haben man. ihre Einheiten auf der Autobahn konzentriert, sich gehört. Genau, die haben die hier oben in diesem Wald geparkt, um Delta zu unter Druck zu setzen. Im Nachhinein natürlich auch ein bisschen schade für uns, dass wir das nicht sofort bemerkt haben, da wir hier in Echo und in dem unteren Bereich von Delta sehr viel weiter hätten vorrücken können. Also gerade diese Genau, ja, Warp da hätte hier. man vielleicht die Transporter auch zum Proben mal vorschicken können. Aber Genau. naja. Also ist schon sehr schön, dass Tobi da mit den Legion 90, die ja auch auf so mittlere Distanzen eine sehr gute Bewaffnung haben, hier vorrückt in dieses Haus, aber gerade hier in diesem Delta-Wald hätte man noch schneller vorrücken können vielleicht. Aber insgesamt haben wir hier eine sehr gute Stellung eigentlich. So, die Gegner konzentrieren sich hier. Man sieht auch schon ganz viel Rauch, damit die Moderner nicht sichtbar sind auf dem offenen Feld. Ja, die Moderner wären natürlich böse, vor allem wenn die noch gedeckt werden durch Smoke.
Ja, er hat auch zwei davon, während Tobi hier unten nur einen Leclerc hat. Also hat er in Also diesem Bereich. Gegner haben ganz klar Panzer dann, ja. Genau in Delta. Aber ich gebe hier ganz gut Feuerunterstützung mit meinem Bradley, der hier einfach seine 12 Raketen, Tau 2, hinschießt und einfach den Modernen diesen Platz verweigert. Die können nicht aus dem Rauch rausfahren. Oh, jetzt hat er sogar mal einen Schuss drauf abgegeben. Ah, das ist halt das Problem am Bradley. Die Raketen sind unglaublich langsam und haben nur 2,6 Kilometer Reichweite. Das heißt, ja, wenn er halt schön smoked und näher ranfährt, dann schießt er halt einmal zurück und der Bradley ist futsch. Genau, aber an sich macht er einen ganz guten Job, um diese Ja. Fläche hier zu bekämpfen. Genau, und jetzt kommt auch hier direkt einer der großen Fehler vielleicht in unserem Spiel, der vielleicht auch große Auswirkungen hatte, denn Tobi hat hier seinen Leclerc vergessen. Ich erinnere mich noch ziemlich gut, der hat ihn vorgefahren, weil die Moderner sichtbar waren und dann einfach vergessen und ja. Also, ich glaube, man sieht jetzt schon, er wird hier jetzt vernichtet, was natürlich ein großer Verlust für uns hier in Delta ist. Gerade auch ohne einen der Moderner wirklich zu beschädigen, ist das ein ziemlich großer Verlust, da wir jetzt unseren einzigen schweren Panzer hier in der Gegend verloren haben. Ja, das stellt durchaus ein Problem dar. Ja, jetzt mal hier oben schauen, was hier so passiert. Eigentlich nicht viel bis jetzt. Ich habe ziemlich am Anfang gesehen, dass er hier mit zwei schweren oder einem schweren Panzer reingefahren ist. Weswegen ich hier nicht direkt angegriffen habe. Auch wurden meine Riflemen ziemlich schnell vernichtet. Ja, hier Oh, die ist. M1. Ja, ich habe Oh, tatsächlich große die. Diese Infanteristen hier drüben gesehen und gedacht, ich bekämpfe die jetzt mal mit den M1, aber dann doch nicht damit gerechnet, dass die so schnell da rauskommen, muss ich meine M1 zurückziehen. Ich habe aber aber die nicht. waren bekannt, die wie hoch Ja, vorher ja. schon. Okay. Ja, die habe ich schon mal gesehen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass. Eigentlich auch habe ich damit gerechnet, dass ich die früher bekämpfen kann, diese Infanteristen. Aber sowas passiert und einen M1 hier zu verlieren, ist jetzt auch kein großer Ja, Verlust. also ganz kurz an die Leute, die vielleicht nicht wissen, die M1, die zeichnen sich halt vor allem auch im Nahkampf aus. Und ja, sollte man nicht unbedingt auf Long Range gegen andere Panzer benutzen. Genau, Aber eben, ja. die haben einfach eine sehr gute Panzerung für ihren Preis. Aber die Kanone ist natürlich nicht wirklich brauchbar gegen Fahrzeuge. Hier mit 13 AP und nur 1100 Meter Reichweite. Ja, deswegen nutzt man die auch im Wald zum Beispiel. Da das ja eine kinetische Kanone ist, macht die dann auch im Nahkampf richtig viel Genau. Aber um die Damage. Panzer zu bekämpfen, habe ich ja hier meinen 180 Punkte. Hier meins A2 Abrams. Und jetzt kommt auch eine ganz kritische Stelle. Ich zerstöre nämlich seinen mittelschweren Panzer mit einem Schuss hier, weil er damit nicht gerechnet hat. Und kriegt sogar noch den Vihor auf die Hälfte seiner Leben. Zieht aber sehr schön zurück, dann Video dann direkt. Ja, da kann ich jetzt auch nicht nachsetzen, weil wenn ich an den Smoke ranfahre, werde ich von den Seiten bekämpft und ich selber verliere ja auch einen Vorteil dadurch, dass ich näher ranfahre. Also ziehe ich mich jetzt auch zurück, um meinen Panzer zu reparieren. Genau. Nochmal hier nach unten. Wir haben jetzt leider diese Stadt hier verloren, aber der Rifleman hat auf jeden Fall seinen Job erfüllt. Er hat den Gegner aufgehalten, zumindest für eine Zeit lang. Und Tobi hat jetzt hier auch gut Einheiten zur Verstärkung rangebracht, um diesen Sektor ganz ordentlich zu sichern. Hier in der Mitte allerdings, ja. Ja, die Milan, die ist glaube ich auch nicht ganz optimal positioniert, weil, naja, die volle Reichweite wird nicht unbedingt ausgenutzt und ist auch in keinem Gebäude oder sowas, was die Deckung hätte. Ja, sobald sie aufgedeckt wird, wird sie mit einem Schuss besiegt. Das ist einfach ein Nachteil von diesen Zwei-Mann-Trupps. Aber trotzdem, hier in Echo sieht es sehr gut aus, hier in Delta.
Ja, mäßig. Wir haben immer noch keinen neuen Panzer, um gegen diese Moderna anzukämpfen. Das heißt, Tobi hat jetzt erstmal Infanterie in diesen Wald gebracht, was natürlich auch schon mal gut ist, um den Wobei die zu Longboard sichern. natürlich eine Antwort ist, sehe ich gerade, die du da gekauft hast. Genau, die ist hier ein bisschen im Hintergrund, weil ich weiß, dass er Patschka benutzt. Das sind diese 40 Punkte Luftabwehreinheiten von Jugoslawien. Die haben zwar nur zwei Raketen, aber die sind dafür sehr mit einer sehr hohen Reichweite ausgestattet und einer guten Treffergenauigkeit. Das heißt, wenn ich mit dem Longbow da zu nah ranfliege, kommt da einfach eine Rakete oder zwei raus und dann hat er sich auch nicht gelohnt. Ja, auch haben die da eine Tor relativ nahe bei den Modernas. Die haben ja auch eine gute Reichweite. Genau. Der Longbow ist ja auch eine der Trumpfkarten jetzt eines amerikanischen Decks. Eine der Einheiten, wieso man die Amerikaner spielt und den jetzt so früh im Spiel zu verlieren, wäre auf jeden Fall auch sehr, sehr tragisch. Ja, hier oben sieht es jetzt auch gerade nicht so gut aus. Die Gegner bringen hier sogar einen Aufklärer direkt in meine Flanke. Und ja, also meine Infanterie wurde leider größtenteils aufgegeben. Diese F4 hier will auch vernichtet werden. Oder kommt sie raus? Nein, Sieht das schade. auf die. Oh. Die Sava hat noch eine letzte Rakete abgeschossen. Ja, aber mir fehlt hier einfach die Infanterie, um weiter vorzurücken. Die Panzer habe ich eigentlich. Gerade da ich jetzt auch einen zweiten M1A2 gekauft habe. Ja, da fehlen so ein bisschen die das Kanonenfutter-Infanterie. Genau. Einfach Ja. irgendwas, was da vorläuft, die Schüsse tankt und dann damit auch die Positionen aufklärt, sowas. Darin sind die Amerikaner auch nicht so gut. Das Beste, was sie da haben, sind die Riflemen. Ja, aber das fehlt mir hier einfach gerade, um weiter vorzurücken. Was die Panzer angeht, habe ich sicherlich hier die Oberhand. Aber einfach nichts, um den Feind hier aufzuklären. Aber der Gegner hat auch sehr gut seine Scouts positioniert. Also einmal mit diesem Prutsunichi, wo ich nicht richtig aussprechen kann. Ja, das Und sind die Senke Tschechen. natürlich. Ja, die Senke habe ich tatsächlich, ich weiß nicht genau, ich habe damit gerechnet, dass da was durch ist, weil ich vorhin mal einen Helikopter hier gesehen habe. Aber ich wusste nicht, dass die schon so weit vorgerückt sind. Und jetzt seht ihr hier, dass ich die Riflemen ausgeladen habe. Die wollen dann hier in diesen Wald laufen. Aber die Senke mit ihrem panzerbrechenden Sniper-Rifle vernichtet mit einem Schuss meinen Blackhawk, der daneben geparkt ist und tötet Nimm fünf noch meiner fünf Infanteristen. Infanteristen mit, das ist krass. Ja, deswegen verliere ich jetzt hier die Riflemen auch ziemlich unglücklich, aber der Longbow kommt und rettet den Tag. Hier hinter meinen Linien kann ich den frei einsetzen und damit kann er auch mal mit seiner Autokanone arbeiten. Ja. So, der Gegner rückt jetzt hier langsam vor. Er hat schon Infanteristen in meinen Wald hier reingebracht. Und ich versuche einfach verzweifelt hier Infanterienachschub zu bringen, weil die amerikanische Infanterie ist einfach nicht so toll und ich muss da wirklich mehr investieren als mein Gegner für um das Wobei gleiche du Ergebnis dürftest zu die bekommen. eigentlich ganz gut aufhalten mit dem Delta Force und mit dem M1. Ja, das versuche ich hier auch, aber ich bin jetzt natürlich, was 10 Delta Force gegen 30 Infanteristen ist. Ja, und jetzt kommt er hier noch mit Panzern und Fahrzeugen und Proletarier. Ich schaffe jetzt so hier die aufzureiben. Aber gegen den Rest hier muss ich mich wahrscheinlich zurückziehen. Auch in der Mitte hier sieht es wiederum nicht wirklich gut aus. Der Gegner hat jetzt Infanterie rangebracht, um mich hier Tobi, sorry, hier anzugreifen und rückt hier auch gut vor. Tobi hat jetzt hier einen 2A5 gebracht, der auch direkt die Moderna bekämpft. Aber die Massen an Infanterie, die können überrennen ihn jetzt hier in dem Wald. Da kann auch der 2A5 nicht wirklich viel machen. Ja, er bräuchte halt gegen die Modernas zwei Heavys. Ein Rest halt immer ein bisschen zu wenig. Ja, wobei er ganz gut gegen sie bestanden hat. Er hat sie beide beschädigt, ohne einen Schuss abzubekommen. Das war ganz gut, ja. Also das war schon ein sehr gutes Micro auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie der Gegner hier jetzt gerade gespielt hätte. Aber der 2A5 hat das auf jeden Fall sehr gut gemacht. Aber ihn gegen die Infanterie hier im Wald einzusetzen, ist auf jeden Fall nicht so
nicht so gut. Da wird er im Zweifelsfall nur mit von der Seite halt vernichtet, wo er natürlich nicht die gute Panzerung hat. Ja, also auf jeden Fall momentan die Gegner im Zug. Und hier seht ihr jetzt gleich einen zweiten Fehler von mir auf jeden Fall, der uns viel Probleme bereitet hat. Mein Abrams Oh, kein Treibstoff. hat nämlich keinen Treibstoff mehr und kann sich Ja, daher nicht zurückziehen, weswegen der jetzt hier das für ist mich. natürlich bitter. Ja, also verliere ich hier meinen Abrams, meinen sehr teuren. Ich habe immer noch einen da, also es ist nicht ganz verloren. Auf dieser Front kann ich immer noch mithalten im Panzerkampf. Aber diese 180 Punkte sind halt einfach sehr teuer. Die in dem Moment zu verlieren, war auf jeden Fall auch vermeidbar. Und ja. Kein gutes Spiel von mir in der Hinsicht. Mitte ist eigentlich auch komplett verloren, leider. Sehe ich gut. Ja. Also in der Mitte hat es halt wirklich sehr weh getan, am Anfang unseren Leclerc zu verlieren. Der hätte das auf jeden Fall aufhalten können, zumindest für eine Zeit. Wir haben jetzt aber eine Attacams gekauft, die auch sofort schießt. Mal schauen auf was. Ich weiß es jetzt auch gerade nicht mehr. Nehmen wir dann auf den Wiho und wegen Ja. auf die Stellungen da. Aber ich. Ja, genau, ich habe nämlich nicht getroffen. Ich hatte gedacht, der hätte sich weiter zurückgezogen, aber er stand immer noch hier vorne in dem Bereich, wo der Rauch war und da habe ich leider hinter ihn geschossen. Ja, ziemlich unglücklich gerade auch. Meine gesamte Infanterie wurde hier aufgerieben. Das heißt, ich habe nichts mehr, um für meinen Panzer hier irgendwie zu decken, aufzuklären. Insgesamt sieht es gerade sehr schlecht aus, muss man sagen. Auch individuelle Fehler, Mikrofehler von mir, als auch von Tobi. Ohne die sähe es wahrscheinlich doch noch ein bisschen anders aus, aber generell sind wir hier in einer sehr schlechten Position gerade. Bist du ein Versuch, Panzer zu sein und wird direkt abgeschossen? Ja, da waren wir auch sehr unglücklich in diesem Spiel. Wir haben Ja. leider sehr viele Flugzeuge, also gerade Tobi hat mehrere Peace Ryan verloren, ohne den Panzer zu töten, einfach weil er im letzten Moment unsichtbar geworden ist. Ja. Gut, aber eine Stärke von meinem OS-Stick ist natürlich auch, dass ich sehr viele sehr gute Flugzeuge habe. Und ich glaube, im Verlauf des Spiels setze ich die auch mehrmals wirklich ein, um unsere Fronten teilweise zu retten. Und gerade in sowas ist natürlich OS jetzt auch wieder ein sehr gutes Deck, was die Luftwaffe angeht. Ich glaube, ich habe mehrmals hier seinen gesamten Angriff mit der Eagle zurückgesetzt, mit den 4000 Kilogramm Bomben. Einfach weil ich wusste, er steht in diesem Wald und greift mich an und daher einfach mal eine Bombe reinwerfen und das war's dann auch. Hier hinten, es ist natürlich nicht gern gesehen, aber es ist ein Turnier. Und wir gehen davon aus, dass der Gegner es genauso macht. In dem Fall tut er es bis jetzt nicht. Er hatte nur die Aufklärer hier bis jetzt. Aber wir. Ja, der Gegner spielt relativ anständig, muss man sagen. Keine Artillerie-Anfahrtsweg, keine Scouts hinten rumsneaken. In unseren internen Spielen machen wir das nicht. Aber gerade in so Turnierspielen ist es eigentlich Standard, das zumindest zu versuchen. Ihr seht auch in unserer Basis, wir haben hier Fahrzeuge um unsere Basis herumstehen. Einfach für den Fall, dass der Gegner so etwas versucht, dass wir da was stehen haben, das entdecken und besiegen können. Aber zurück zur Action. Ich habe neue Infanterie rangebracht und kämpfe mit meinem Panzer hier gegen die Flugabwehr und seinen Panzer. Und Bringt ihr da Medium Tanks, okay. ich sehe gerade, was ist denn mit seinem Vehicle passiert. Ah, hier. War das Also, eine Nighthawk? ihr seht diesen Einschlagskrater hier. Das war meine Nighthawk. Ja, dachte ich mir schon. Das haben wir jetzt leider verpasst, aber die Nighthawk ist mit ihren Laser-Guided-Bomben. Die machen einfach sehr viel Schaden und greifen die Dachpanzerung eines Panzers an.
anstatt die Frontpanzerung. Und daher sind sie auch, obwohl sie HE sind, sehr stark gegen gepanzerte Ziele. Genau, und ich habe. Ja, genauso wie Kunas oder sonst, ja, mit HE20. Ja. Easy. Wichtig bei denen ist immer, hier einen direkten Angriffsbefehl zu geben auf das Ziel, damit sie ihre volle Wirkung entfalten können, weil diese Bomben, die lasergesteuert sind, die sind einfach so genau, die treffen wirklich punktgenau das Ziel. Und sie Daher. sind Fire and Forget, das heißt, selbst wenn die Night Talk abgeschlossen wird, die Bomben treffen auch zielgenau den gegnerischen Panzer. Ja, die Night Hawk auf jeden Fall auch ein Argument, die USA zu spielen. Genau, genauso wie sie Tarnung auf Exceptional hat und dadurch auch schlechter gesehen wird von feindlicher Flugabwehr, Abfangjäger, Genau. etc. Ja, das heißt jetzt natürlich, dass ich hier im Panzerkampf deutlich überlegen bin, aber mir fehlt immer noch die Infanterie, um hier unten diesen Wald zu räumen, und daher rückt er jetzt hier weiter mit seiner Infanterie vor. Die Gegner können doch schon lange ein eigenes CV bringen für den Sektor. Der ist schon relativ gut drin eigentlich. Wobei man in so Turnierspielen immer aufpassen muss, wann man die Kommandoeinheiten kauft, einfach weil jede 100 Punkte, die dir fehlen, weil du eine Kommandoeinheit gekauft hast, kann dir natürlich die Front kosten, wenn der Gegner stattdessen einen 100 Punkte Panzer kauft. Also wirklich, jetzt wäre auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, sowas zu machen. Sie sind Ja, an weil er allen. steht ja schon relativ sicher drin eigentlich, finde Genau, ich. und sie sind an zwei von drei Fronten auf jeden Fall in der besseren Position. Also hier würde ich jetzt auch auf jeden Fall mal Kommandoeinheiten kaufen. Ja, sie rücken hier weiter vor, jetzt auch mit Panzern hier, und ich versuche immer hier Verstärkungen zu bringen, aber kann nicht ganz da mithalten. Es hat mich einfach sehr viel gekostet, dass hier mein Panzer vernichtet wurde und so. Ja. Jetzt mal hier unten schauen. Der Gegner rückt hier jetzt auch langsam in Echo vor, das wir bis jetzt eigentlich halten konnten. Aber sie haben jetzt hier auch einen sehr schweren Panzer, noch einen moderner, rangebracht für 160 Punkte. Also hier sind sie jetzt auch in der Feuerkraft überlegen, auf jeden Fall. Weil 2A4 und der 2A1 zusammen den Moderna, glaube ich, durchaus besiegen können. Schießt aber das falsche Ziel, kriegt Ja, einen Schuss genau. ab. Oh, ein Fire Computer Hat er aber Reset. noch korrigiert, Tobi? Oder auf Ja. Moderna umgeswitcht? Aber der Modern muss sich jetzt erstmal zurückziehen, weil sein Feuercomputer zerstört ist. Auf jeden Fall Lucky, ja. Ja, und der Tiger bekämpft jetzt hier die alle Einheiten. Ah, die Salamandra könnte Sie den. total, okay. Okay, die Crotale schießt jetzt auch und vernichtet. Okay, das haben wir erstmal abgewehrt, aber auch hier wieder die Infanterie ein großes Problem. Er hat hier zwar Panzer. Oh. Ja, ich Das glaube, war das war unglücklich. ATGM da vorne. Die Druck oder was das ist. Nein, nein, ich glaube, das war die Mi-24 hier. Die Oh ja, hat das durch könnte die auch sein, ja. Lücke im Rauch geschossen. Ja, aber auch hier, es fehlt wieder an Infanterie, um vor dem Panzer quasi den Wald einzusehen und quasi die Schüsse aufzufangen. Ja. Aber ja, Tobi schickt hier ganz schön viele Verstärkungen hin. Also dieser Sektor ist auf jeden Fall noch nicht verloren für uns. Und wir kämpfen da auch weiter drum. Wobei er echt Glück hat, dass hier keine Flugabwehr groß ist. Wurde jetzt aber trotzdem abgeschossen von der Mi. Ja, die Mi hier, wo, ja genau, das ist die mit den Raketen. Ja, mit Anti-Boden-Raketen und Anti-Luft-Raketen. Gutes Multiroll, guter Multiroll-Heli auf jeden Ja. Fall. Und natürlich als Mi-24 viele Lebenspunkte, gute Kanone. Leicht gepanzert, ja, ist halt ein typischer Hind. Genau. Ja, aber dadurch, dass jetzt auch hier dieser Panzer vernichtet wurde und wieder Infanterie auf dem offenen Feld gestorben ist, rücken sie jetzt doch hier vor. Und ja, auch wieder ein bisschen. Ja, ein bisschen unglücklich, aber auch teilweise einfach nicht so gut gespielt von uns beiden. Ja, hier oben
bringen sie, ich glaube, sie haben auf jeden Fall irgendwann mal eine Kommandoeinheit gebracht, aber ich weiß leider nicht mehr wann. Ja, immer noch hier, sie stehen sehr weit in meinem Sektor drin und ich kann nicht viel machen, weil mir einfach die Infanterie fehlt. Ja, also Ja. zu diesem Zeitpunkt, die Gegner liegen mit, ja, 150 Punkten vorne. Es ist noch aufzuholen, wenn wir jetzt bald zumindest ein Plus 1 bekommen. Ich weiß nicht, ob das ganz reicht. Müsste man nichts ausrechnen, aber ein Plus 2 auf jeden Fall würde noch reichen. Genau, und hier unten haben wir jetzt erstmal ihren Angriff wieder zurückgeschlagen. Haben gerade ein bisschen Probleme mit Luftabwehr. Die Mi 35 hier. Ist auch wieder sehr stark, aber da kommt schon der Flakpanzer gefahren. P-Swan versucht wieder was, hat leider nicht getroffen, oder? Haben wir aber auch Glück, dass hier keine Flugabwehr ist. Auf jeden Fall, ja. Die Gegner spielen auch sehr wenig Flugabwehr, muss man sagen. Also zum Beispiel oben steht Na, nur eine Sava und eine Braca, zusammen vielleicht 100 an Punkte den wert. Flanken spielen sie sehr wenig, aber hier in der Mitte haben sie tatsächlich eine Tor und zwei Neva ohne Radar. Oh ja. Also zwei sehr teure Flugabwehrgeschütze, die aber auch sehr gut sind und ohne Radar kommen. Das heißt, sie können nicht bei Fliegern mit Antiradarraketen anvisiert werden. Ja, eines der Trumpfkarten von Jugoslawien auf jeden Fall. Genau. Ja, also in der Mitte auf jeden Fall sehr gute Flugabwehr an den Flanken. Ja, auch eine Pratschka und eine Sava sind schon nicht schlecht, aber vielleicht auch ein bisschen wenig. Gerade hier unten fehlt aber auf jeden Fall eine Flugabwehr. Und jetzt sehen wir hier die Peace Rhine, die zu weit in den gegnerischen Flug kommen. Direkt beschossen von der Eva und Tosh, Ja, ja. und weg. Und die MiG Und auch von noch der MiG. dazu. Ja. Also jetzt, wir sind auf jeden Fall hier auch nicht mehr wirklich reingeflogen. Ich nehme mal an, sie haben hier so viel Flugabwehr gespielt, um ihre zwei schweren Panzer hier zu beschützen, dass wir die nicht mit unseren Flugzeugen töten. Ja, aber hier sehen wir jetzt einmal meine D-Eagle im Einsatz und Oh, die seine sieht gut Armee aus. und Ja. sie wird fast komplett vernichtet. Das war ein sehr schöner Treffer. Ja, hier sind nur noch ein paar Einheiten übrig, die sind aber auch alle in Panik. Oh, der Panzer nicht. Aber damit kann er nicht weiter vorrücken. Das würde meinen Panzer hier alleine vernichten. Also, sehr guter Treffer auf jeden Fall und hat mich auf jeden Fall im Spiel gehalten, dieses Flugzeug. Wie gesagt, ich habe das mehrmals an diese Stelle werfen können, um seinen Angriff aufzuhalten. So. Und ihr seht es hier mit dem Attackmarker markiert. Es kommt einer unserer glücklichsten Momente im Spiel. Wir haben nämlich diese zwei Neva gespottet, die hier aus der Mitte darüber gefahren sind, nachdem sie geschossen haben. Und da wir sie sehen, können wir sie mit unserer Attacams bekämpfen. Ja. Das war's mit dem Flug erwähnt in der Mitte. Naja, zumindest die Tore haben sie noch, aber sonst. Eigentlich natürlich ein sehr guter Move vom Gegner, seine Flugabwehr sofort zu bewegen, nachdem sie geschossen hat. Die hat ja eben hier diese Peace Rhine vernichtet und sofort danach bewegt der Gegner sie weg von der alten Position, damit wir sie nicht mit der Artillerie beschießen können. Aber hat natürlich jetzt hier den Fehler gemacht, sie so hinzustellen, dass wir sie auf irgendeine Art und Weise, ich nehme mal an mit dem Bradley hier, sehen konnten. Und dann kam der Moment unserer Attacams. Ja, das ist manchmal in Wargame leider so, dass wenn du zwei Einheiten hast und auf den Busch klickst, dass dann nur eine reinfährt. Und das ist jetzt hier passiert. Ja, Ja. auf jeden Fall ein guter Trade für uns. 200 Punkte vom Gegner vernichtet, ohne etwas zu verlieren. Ja, hier oben. Ich versuche, glaube ich, mit dieser Eagle hier den. Ah nein, Zu snipen. ich glaube, ich gehe hier auf den Konkurswerfer, der hier diese Fläche abdeckt. Aber das führt alles jetzt langsam zu einer Offensive von mir. Wir sehen jetzt hier, ich habe noch zwei schwere Panzer angebracht für 155 Punkte. Und der Gegner ist jetzt mit seiner gesamten Infanterie und Panzer in diesem Wald hier gefangen. Er kann sich nicht zurückziehen, weil ich ihn hier auf dem offenen Feld vernichten würde mit meinen Panzern.
Oh, und dieser M1A2 fährt hier gefährlich nah ran. Das ist eigentlich nicht die optimale Distanz, wo du einen A2 haben willst, Ja, aber ich das merke das auch klappt eigentlich. sofort und ziehe mich zurück hier. Ja, aber man sieht, der Gegner hat jetzt hier gerade wenig in der Hinterhand. Außer vielleicht diesen Moderner, der hier noch lang fährt. Aber das ist alles hier gefangen, kann sich nicht bewegen. Und ich bin langsam hier mit meiner Infanterie am Volk. Oh, die Nighthawk auch noch. Knapp daneben leider. Aber sie beschädigt alles, was hier ist. Und jetzt kommen die Riflemen und ich werde diesen Wald säubern und das fängt langsam an, besser auszusehen hier oben. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, ich habe gerade eben seine letzte Flugabwehr vernichtet hier oben. Und er hat gar keine mehr. Also das Beste, was er hat, ist hier in der Mitte. Die Pratschka. Wobei die auch leer geschossen ist. Die ist auch noch leer, genau. Und ich kaufe sofort hier einen Longbow und einen Apache, also zwei sehr teure Hubschrauber. Und ja, ich weiß, er hat keine Flugabwehr mehr hier. Er kauft jetzt neue, aber meine Helikopter sind natürlich viel früher da. Und dann werden wir gleich mal sehen, was ich mit denen anfange hier in den oberen Sektor. Gleichzeitig hat der Gegner aber auch hier unten unseren CV vernichtet. Unsere Panzer können immer noch da bleiben, gerade weil Tobi jetzt hier an 2A5 gekauft hat, um diese Panzer hier zu bekämpfen. Auch eine sehr gute Position von 2A5, warum der hintere aber nicht dabei ist, weiß ich jetzt nicht. Ist er noch im Ja, Reparieren? nein, also den hat er wahrscheinlich einfach wieder übersehen. Ja. Ja, ist ja nur ein 170 Punkte Panzer. Der Gegner versucht jetzt hier wieder mit Mi-35 anzufliegen, aber der Flakpanzer steht bereit und hier oben auch die Krotal. Ja, der Gegner jetzt aber auch schon hier. Oh, der Moderne wurde angeschlagen. Aber dafür kommt direkt ein neuer schwerer Panzer für 150 Punkte. Ja. Also hier unten wird immer noch hart umkämpft und der Gegner ist auf jeden Fall gerade in den besseren Positionen. Von daher, ihr seht es schon, es wäre schon sehr schwer jetzt hier wieder aufzuholen. Aber wir geben natürlich nicht auf und gerade jetzt mit dieser Möglichkeit hier oben anzugreifen. Oder könnt ihr einiges wegsnipen, ja. Oh, der Longo hat gerade hier sogar seine Raketen aufgeteilt auf diese zwei Mörser. Und wir kommen hier auch jetzt sehr nah an den. Macht er eigentlich relativ selten, zumindest bei mir. Ja, das war auch keine Absicht von mir, glaube ich. Ja, die Kommandoeinheit muss ich zurückziehen und hier jetzt kommt der Mi-24 und jagt meinen Longbow hier davon. Leider, sonst hätte ich vielleicht hier noch den Moderna und den M84 da bekommen können, aber die Eagle kommt rein und ja, beschädigt ihn erstmal nur, aber die zweite Eagle kommt gleich noch hinterher. Und dann kann ich mit dem Longbow sofort wieder zurückfliegen und weiter Charlie besiegen. So. Ich habe jetzt natürlich auch gemerkt, dass der CV irgendwo hier unten drin sein muss. Und nachdem die Eagle hier ihre Drehung beendet hat, ja, ihr könnt euch denken, was sie tut. Die Bomben wurden ausgeschleust. Ich bin sogar gar nicht mal so gut am Ziel, aber Ja, da es leider komplett ungepanzert ist, ja, reicht es halt aus. 4000 Kilogramm Bomben machen natürlich auch einen großen Flächenschaden. Ja. Ja, der Longbow hat das natürlich alles hier ermöglicht, indem er aufgeklärt hat und hier auch mit seinen Raketen viel aus dem Weg geräumt hat. Die Aber jetzt Flugabwehr kommt die kommt jetzt hier Sava. hoch und kriegt eine Rakete und der Longbow. Oh. Ja, er wird jetzt hier vernichtet. Ja. Die Degel, kein gutes Spiel von mir. Auch hier wieder falsch gedreht. Der Gegner hat jetzt aber auch Gott sei Dank nicht aufgepasst. Und die Eagle kommt hier noch lebendig wieder raus. Ja, ich mache jetzt hier viel Druck. Habe mit Panzern die Übermacht. Habe mehr Infanterie vor Ort und kann jetzt hier nach Charlie reinfahren. Die Nighthawk. Was die machen will, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber wir sehen hier, der Gegner hat ja seine
Aufklärer sehr gut positioniert gehabt. Ja, und ich habe sie immer noch nicht gefunden. Also wirklich eine sehr gute Position hier in diesem Wald. Er kann alles sehen, was hier auf diesem Feld passiert, mitten in meiner Kontrollzone. Ja, auf jeden Fall sehr ärgerlich, dass ich den nicht gesehen habe. Und hier unten wird der Moderna gerade vernichtet von den Ranger. Das heißt, ich bin jetzt hier noch mehr im Vorteil und kann eigentlich komplett Charlie erobern. Ja, oben sieht sehr gut aus, ja. Problem nur halt, dass das jetzt 5 Minuten erst vor Ende gelingt und auf keinen Fall mehr reicht, um diese Punkte leider aufzuholen. Ich bringe jetzt hier auch ein Kommandopanzer ran, was aber eigentlich auch die falsche Einheit ist, denn der ist sehr langsam und hier ein Humvee wäre natürlich viel schneller in Charlie gewesen. Ja, auch gerade hier unten, wir haben den Kommando-Infanteristen verloren. Es kommt direkt ein neuer, aber auch keine Punkte für uns, weil die Gegner hier wieder Druck gemacht haben und uns aus Echo herausgedrückt haben. Ja, in der Mitte immer noch. Wir haben es geschafft, jetzt hier wieder eine sichere Position zu bekommen, auch weil die Moderner sich hier zurückziehen mussten. Mussten? Ich weiß jetzt auch nicht, wieso sie das machen. Sie haben keine Keine Munition Munition. mehr. Vielleicht, ich nehme mal an, er will sie auch hier nach Charlie verlegen, weil Delta haben sie ja relativ sicher. Und hier oben bin ich jetzt in der Übermacht, daher nehme ich mal an, wollen sie die schweren Panzer nach hier oben verlegen. Auch ein sehr schöner Moment in diesem Spiel. Ich habe natürlich wieder gesehen, wie der Kommandoinfanterist hier reinfährt und er überlebt mit einem Lebenspunkt. Aber der Hubschrauber explodiert direkt daneben. Der Heli stürzt noch auf den letzten Überlebenden. Ja. Schade. Und daher kann der Gegner jetzt auch hier keine Punkte sammeln. Sehr unglücklich jetzt auch. Ich habe diesen Aufklärer immer noch nicht gefunden und er sieht natürlich meinen Panzer, wie er hier ranfährt. Und der Gegner ist natürlich auch sofort da mit seinem Flugzeug Supergelb. und vernichtet den Kommando, die Kommandoeinheit hier, ja. Das wäre wahrscheinlich unsere letzte Chance gewesen, da aufzuholen. Aber wobei 250 Punkte aufzuholen, wird schwierig in 3 Minuten. Ja. Naja, wir kriegen jetzt hier wieder einen Punkt. Wir hätten hier oben einen Punkt gekriegt. Also wir wären auf jeden Fall an die 100 Punkte mindestens rangekommen. Also wenn das Spiel jetzt noch ein bisschen länger gegangen wäre, hättet ihr wahrscheinlich gute Chancen gehabt. Aber die Ja, Zeit reicht einfach nicht. da muss ich aber auch ehrlich sagen, das ist, ich würde sagen, das ist eine große Schwäche vielleicht an meinem Spielstil. Ich bin sehr darauf fokussiert, keine Einheiten zu verlieren und einfach den Gegner quasi am Ende durch mehr quasi Überzahl zu besiegen, auch vielleicht hier in diesem Fall. Ihr seht es gut, ich habe hier eine sehr große Überzahl. Also der Gegner hat kaum noch Einheiten. Ich habe ihn dadurch, dass ich hier immer wieder seine Angriffe abgewehrt habe, dazu gebracht, wirklich zu viel zu investieren. Und jetzt habe ich quasi den Rückschlag bekommen und das ausgenutzt, dass er hier zu viel investiert hat. Aber das kommt oft im Spiel viel zu spät. Und hätte natürlich nur erfolgreich sein können, wenn ich jetzt noch weiter hier nach Bravo und Delta hätte kommen können. Und das hat dann auch wiederum nicht funktioniert. Oh, da wird der Bradley noch gesniped von der Mi. Ich glaube, er überlebt sogar. Ja. Ah, rechtzeitig noch zurückgefahren. Hier, meine Chaparral ist leider leer geschossen und kann daher auch nicht die Mi 35 hier bekämpfen. Auch gleich nochmal, ja. Ein bisschen schlecht gespielt auch von mir, dass ich hier, ich mache jetzt hier die Munition an, aber auch diese Chaparral hier oben hat keinen Treibstoff mehr vom Hin- und Herfahren auf dieser Fläche. Also man merkt schon, dass das Spiel dem Ende, sich dem Ende zuneigt und auch hier sehr viel auf den letzten Drücker noch passiert. Dieser ganze Angriff hier ist letztendlich halt auch nur alle Einheiten vorgeschickt, um möglichst viel noch zu sichern und es reicht leider nicht ganz.
Oh, die 2,5, ah ne. Oh, hier. Die Eagle hat drei Raketen hier abgeschossen auf diese L-15 und es nicht geschafft, sie zu vernichten. Ja, auch unglücklich. Der Flakpanzer hat sie jetzt, glaube ich, noch bekommen. Aber hier eine Eagle auf Elite. Dann kommt auch noch Unglück dazu. Also hier jetzt auch die Chaparral hat ihre Raketen. Ich war mir ziemlich sicher, ich hatte drei Raketen nachgeladen. Und sie hat es geschafft, eine zu treffen auf die Mi 35. Die es jetzt noch schafft, in Panik mit zwei Lebenspunkten aus dem Flug heraus den Kommando Jeep im Wald zu treffen. Ja. Kann man machen. Aber ich glaube, man kann sagen, hättest du vielleicht am Anfang halt früher gepusht und dadurch halt den Gegner auch ein bisschen besser abgelenkt, hätte man vielleicht noch was machen können. Wobei auch in der Mitte natürlich schwerwiegende Fehler passiert sind. Ja, es ist schwierig halt, ne? Ja, also auf jeden Fall am Anfang haben wir einige Fehler gemacht, die uns dann über das Spiel hinaus in eine Position gebracht haben, die wir nicht mehr ganz aufholen konnten. Ja, das snowballt halt auch ein bisschen. Ihr seht es aber auch hier an der Statistik. Wir haben es geschafft, mehr zu zerstören als der Gegner. Also der Gegner musste ordentlich Ressourcen aufwenden, um uns am Anfang und vor allem in der Mitte des Spiels aus seinen Sektoren herauszuhalten. Und ja, wir haben es auf jeden Fall geschafft, uns in dieser Hinsicht ganz gut anzustellen, aber leider hat es halt nicht ausgereicht, um auch noch die Sektoren einzunehmen. Ja, so läuft das. Gut, also die Gegner auf jeden Fall zwei sehr gute Spieler, die dann auch im Turnier eine Runde weitergekommen sind, sicher verdient gewonnen haben hier in diesem Spiel. Ja, und generell einfach ein Spiel, zwar leider relativ früh entschieden, aber dennoch spannend zu sehen und auch mit einigen sehr guten und interessanten Aktionen, denke ich. Ja, gut, dann war's das von uns mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir verlinken euch natürlich nochmal alle unsere alten Videos und hoffen, ihr habt Spaß damit. Ansonsten einen schönen Tag noch. Bis dann. Ciao. Ciao.